Warum Schwabenbaden-Württemberg verlassen? Ja, das. Vor allen Dingen, warum die nach Berlin kommen. Ich komme ursprünglich aus Ludwigsburg. Ich komme ursprünglich aus Waiblingen. In Stuttgart sagt man immer die Inger, Turtlingen, Reutlingen. Ich stehe hier eigentlich nur zum Ummelden an. Das mit dem Termin hier beim Bürgeramt kriegen ist schon sehr schwierig. 2 Monate, 3 Monate. Ich stehe beim Bürgeramt länger an wie beim Bergheim. Berlin ist immer was los. Als meine Eltern das erste Mal hier waren, haben sie tatsächlich auf dem Weg von der U-Bahn zu uns zur Wohnung die Hundehaufen gezählt. Und mein Vater hat dann irgendwann bei 70 aufgehört. Zu Hause ist es auch sehr schön. Baden-Württemberg ist deutlich sauberer. Wenn man, glaube ich, Geld machen will, ist Baden-Württemberg nicht falsch. Ja? Also es geht Ihnen gut, würde ich jetzt mal so sagen. So, morgens steht man immer im Stau, abends steht man immer im Stau. Ich kann nicht mal irgendwie mit dem Bus oder so irgendwo hinfahren, weil so zweimal am Tag ein Bus fährt. Also, du fährst die ganze Zeit durch irgendwelche Funklöcher. Und dann ist es dann häufig so, man hört 5 Minuten nichts und dann vibriert das Handy plötzlich, weil man wieder Empfang hat. Also Internet ist auf jeden Fall richtig. Ich finde, jeder sollte wählen gehen. Auch wenn man jetzt in Berlin wohnt und noch nicht angemeldet ist, gibt es Briefwahlen. Also ich bin noch nicht umgemeldet, also ich kann noch wählen in Baden-Württemberg. Ja. Machst du es auch? Ja, ich habe auch schon Briefwahl beantragt.